Als Nuh dann im Sterben lag, sagte er, ich werde dir nun mein Gebot auferlegen. Ich gebiete dir zwei und verbiete dir zwei. Ich gebiete dir mit den Worten, La ilaha illallah, niemand hat das Recht auf Anbetung außer Allah. Denn wenn die sieben Himmel und die sieben Erden in einer Schale und die Worte La ilaha illallah in eine andere Schale gelegt werden, dann würde die Schale mit den Worten La ilaha illallah schwerer sein. Würden die sieben Himmel und die sieben Erden in einem unbekannten Kreis stehen, dann würden die Worte La ilaha illallah sie umfassen. Und auch die Worte Subhanallah, gepriesen sei Allah, und Alhamdulillah, Dank sei ihm, denn mit diesen wird jedes Gebet verrichtet, durch sie kommt jedes Geschöpf zu seinem Unterhalt, und ich verbiete dir den Unglauben und den Hochmut. Nuh, Friede sei auf ihm, er ist auch bekannt unter der zweite Vater der Menschen. Wer ist der erste Vater der Menschen? Adam, Friede sei auf ihm. Und der zweite ist Nuh, Friede sei auf ihm, denn alle nach Nuh stammen von ihm ab.